Ja, hallöchen zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Pokémon Schild Egglog. Wer die letzte Folge verpasst hat, kurzes Update. Wir haben unser erstes totes Pokémon. Und zwar unseren Justin, der ein Goldrar war. Ja, der böse Übeltäter war Hopp mit seinem Memmion, das Level 14 hatte. Einfach krass. Ja, 4 oder 5 Level über mir, weiß ich gar nicht mehr genau. Es war ein sehr, sehr heftiger Kampf. Übelst traurig, dass wir den Justin verloren haben. Aber ja, wir müssen weiter nach vorne sehen. Und vor uns liegt die Route 3. Also checken wir die jetzt mal ab. Wir werden hier wieder einen Encounter haben. Ah. Ja, nehmen wir das. Das dürfte hoffentlich nicht so stark sein. Und Miniras müsste Pflanzenattacken nicht resistieren, aber nur die Hälfte des Schadens. Level 10. Level 10 ist vollkommen in Ordnung. Wir sollten gar nicht so einen starken Angriff machen, wenn wir im gleichen Level sind. Wir machen das jetzt so. Wir wechseln jetzt erst aus gegen Rudialga. Level 10 sollte jetzt wirklich kein Problem sein. Ich brauche nämlich ein bisschen Erfahrung. Das ging gut, das ging gut. Und jetzt nehmen wir noch Pedes, damit alle drei ja, viel Erfahrung bekommen. Ich werde das jetzt nicht immer machen, aber ab und zu werde ich das sicher machen. Weil wenn ich total underleveled bin, dann ja, hat es auch keinen Sinn. Jetzt mache ich das Viech Gesang. Und Pedes schläft. Okay, dann wechseln wir halt das Pokémon nochmal aus. Gehen wir wieder auf Schuppi. Nee, ich muss schauen, dass das aufwacht. Das schläft ja nachher weiterhin, auch wenn der Kampf vorbei ist, oder? Und ich glaube nicht, dass ich schon ein Item habe, um jemand aus dem Schlaf zu holen. Ja, haben wir nicht. Okay, ich mache eine Tackle. Erst. Geht gut, okay, okay. Rollflaum von Cortini wirkt. Initiative sinkt. Ich mache einen Feuerodem und dann wechsle ich aus. Boah, aber healen müssen wir nachher trotzdem wieder. Oh Mann, mir kommt vor, jeder Kampf. Ich muss mal schauen, ob das mit den Tränken wirklich so funktioniert, wie wir uns das gedacht haben. Dass ich halt keine kaufen darf und nicht zum Pokécenter zurück darf. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Aber mir kommt so vor, wie wenn jeder Kampf irgendwie, ja, Special-Kampf ist, wo ich danach alle Viecher wieder heilen kann. Ja, mach du nur dein Gesang, weil ich schlaf eh schon. Ist nicht so tragisch. Wir machen... Windstoß ist sicher sehr effektiv gegen das Viech. Wir wollen es aber nicht töten, wir wollen es fangen. Wir machen einen Tackle. Was sinkt? Ausweichwerte. Okay, ja, wie soll ich groß ausweichen, wenn ich schlaf? Sollte nicht so. Ja, da ist nur halber Schaden, Pflanze. Oh, Pedes ist aufgewacht. Pedes macht ein Tackle. Okay, Pedes, du machst nochmal einen Tackle. Das läuft schon. Ich denke, von dem Ding müssen wir nicht so Angst haben. Hauptsache, wir fangen es dann auch. Ja, mach du deinen Lockduft bis ins Unendliche von mir raus. Okay, er ist rot. Wir werfen unseren Pokéball. Ich habe nämlich nur... Hey, ich hatte doch einen Superball. Wo ist der Superball hin? Habe ich den schon mal geworfen? Hey, ich hatte doch einen Superball. Okay, gut. Aber das bleibt jetzt drin.
Hey, wo ist mein Superball? Ich hatte doch einen Superball. Der ist übelst wertvoll. Check ich nicht. Gut. Beharrt das Ziel 2 bis 5 Runden mit scharfen Klauen oder Sicheln. Aber der Gegner kann ja trotzdem angreifen. Nee, die brauchen wir nicht, die Kratzfurie. Okay, Leute, wir haben es geschafft. Wir haben uns ein Pokémon gefangen. Das bedeutet, wir tauschen es jetzt gleich durch ein Ei aus. Schauen wir mal. Hole ich mal den Randomizer zur Hand. Wir haben 1 bis... Wir haben jetzt mittlerweile 13 Eier. Okay. Schauen wir mal. Nummer 6. Haben wir schon. Nochmal. Nummer 9. Haben wir Nummer 9? Das ist Nummer 9. Oder? Was ist da? 6? 9. Ja, das ist Nummer 9. Okay, wir haben ein neues Ei. Dann brüten wir das mal schnell. Oh, Tränke, Tränke, Tränke! Wir müssen meine Pokémon heilen. Wir haben... Ich habe hier irgendwoher Beeren bekommen. Ich habe aber keine Beerenbäume geschüttelt. Ja, wir nehmen die Beere. Dann ist das fast voll. Gut, dann haben wir nämlich die Tränke noch. Ah, Halt vor Paralyse. Okay. 6 Tränke, 2 Paraheiler, Tafelwasser, Supertrank. Ist angemessen. Boah, da ist schon eine Trainerin. Okay, wir lassen erst schnell das Ei schlüpfen. Das sollte eh schnell gehen. Die sind ja alle ein bisschen vorbereitet worden, die Eier. Weil, ja, damit das Pokémon gleich schon Erfahrung mitbekommt, das Neue dann. Na, dauert doch ein bisschen. Wurde wohl doch nicht so viel vorgebrütet. Okay, come on, sonst mache ich... Schneide ich gleich das Video, wenn das hier zu lange geht. Boah, von der muss man... Ah, es kommt! Wir haben ein neues Ei, Leute! Wir haben ein neues Ei. Leider letzte Folge Justin verloren, aber jetzt kommt ein neues. Und Trommelwirbel! Was wird das sein? Ein Schallelos! Oh, interessant. Das war ja vom Typ Wasserboden. Oder vielleicht ist es momentan noch nur Wasser. Das war ja, glaube ich, noch eine sehr nice Kombi. Ich hatte das schon oft im Gegnerkampf. Das kann ja die Fähigkeit mit dem nicht H2O-Absorber, das andere. Wie hieß die? Ich weiß es nicht mehr. Schauen wir gleich nach, was es für eine Fähigkeit hat. Einen Spitznamen geben. Yo! Es ist ein weibliches Schallelos. Wartet mal kurz. Mal kurz schauen. So, Nummer 9, das ist der Sebastian. Oder Sebastian, keine Ahnung, wie man dich ausspricht. Der hat gesagt, genau, wenn es ein männliches ist, soll ich es nach ihm benennen. Und wenn es ein weibliches ist, dann nennen wir es Kali. In dem Fall, das ist das Weibliche. Geben wir ihm den Namen Kali. Von wo kommt das? Kommt das von irgendwo? Von einem Film oder einer Serie oder so? Kaili? Wie spreche ich das richtig aus? Kaili oder Kali? Kaili. Kannst du ihm in den Kommentaren ja mal schreiben, so wie man das richtig ausspricht. Kaili? Kaili oder Kali? Kaili. Ich denke Kaili. Ja, schön. Ja, schön. Level 1. Dann schauen wir, dass das gleich mal hochgepusht wird hier jetzt. Und da kommen schon wieder so viele Gegner. Und let's go.
Das wird jetzt sicher wieder kritisch. Wie viel Pokémon hat sie? Ein Vulpix. Okay, Schuppi. Feuer macht auch nur halben Schaden auf Schuppi. Level 12! Ja, wir haben mal eins, was nicht Level 14 hat. Schön. Ich hätte jetzt aber auch nichts, was sehr effektiv ist gegen Vulpix. Höchstens Schalelos mit einer Wasserattacke, aber ja, jetzt muss es noch nicht kämpfen. Mit Level 1. Wir machen Feuerodem, oder? Drachenrute würde halt mehr Schaden machen. Hier könnte es paralysieren. Ja, komm, wir machen das mit mehr Schaden. In der letzten Folge hatten wir kein Glück mit der Paralyse. Oh mein Gott, nein. Du Drecksviech. Ja, Leute, ich muss nachher zurück ins Pokécenter. Sonst stirbt mir der Schuppi. So viel Tränke kann ich ihm gar nicht reinballern, weil Verbrennung ist ja auch etwas wie Gift, die außerhalb vom Kampf weitergeht. Oder? Denke ich zu meinen. Das schaue ich jetzt schnell nach. Verbrennung. Das schaue ich jetzt schnell. Das muss ich jetzt wissen, weil sonst müssen wir zurück. Aber wir besiegen das Drecksviech jetzt. So. Okay, ich finde jetzt auf die Schnelle nichts dazu. Kali versucht Help, ne? Kaili? Ja, ich schaue jetzt schnell, ob ich was habe gegen Verbrennung. Wir werden kurz schauen. Schuppi hat jetzt 15 KP. Ich habe nichts gegen Verbrennung. Wir schauen jetzt ganz kurz, ob das jetzt KP verliert oder nicht. Wenn es keine verliert, dann gehe ich nicht zurück zum Pokécenter. Weil dann kann ich es trotzdem schaffen. Aber wenn es verliert... Boah. Hinten ist ein Item. Heilbälle. Oh, Heilbälle. Wir haben andere Bälle als Pokébälle. Okay, ich glaube, es verliert nichts. Ich glaube, es verliert nichts. Gut. Dann behalten wir das erstmal. Es gab Tafelwasser. 30. Okay. Wir nehmen das Tafelwasser. Und wechseln jetzt aber Pedes aus. Dann. Ja, Kaili wäre jetzt sicher gut. Wenn hier so viel Feuer-Pokémon sind. Nur vom Typ Wasser ist es im Moment. Und es hat die Fähigkeit Sturmsog. Oh mein Gott. Zieht Wasserattacken an. Und erhöht dann den Spezialangriff. Oh cool. Ah, und das Wesen ist neutral. Und es hat sogar schon zwei Wasserattacken. Und zwei Bodenattacken. Okay, Kaili. Du musst nur noch ein paar Level-Ups haben. Könnten wir mit dir hier noch gut kämpfen. So, nächste Trainerin. Ja, nützt nichts, wir müssen rein. Die Laura. Ah, das habe ich gar nicht gesehen. In dem Pick am Anfang sieht man immer den Ball, den ich von meinem Leader-Pokémon habe. So. Pampam ist ein Unlicht-Pokémon. Ist auf jeden Fall nicht sehr effektiv gegen Pedes. Und gegen Unlicht wäre sehr effektiv Käfer vom Justin. Den haben wir nicht mehr, den Käfer-Move. Kampf. Oder ist der vom Typ Kampf?
der Pam-Pam. Ah, der war doch Kampf und Licht später. Was ist der jetzt in der ersten? Wir probieren Windstoß. Wenn er Kampf ist, dann wird ihm das jetzt krassen Schaden machen. Oder krass. So krass es sein kann, zwei Level drunter. Aber es war sehr effektiv. Also ist er vom Typ Kampf. Das waren jetzt 11 KP hat er mir abgezogen. Ja, wenn ein Volltreffer landet. Ah, das war risky. Was ist das jetzt? Oh Gott. Okay, wir haben es überlebt. Ausgewechselt. Oh, schade. Noch ein Angriff dann. Oh, 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 oh. Okay, okay. Ja, auf Pedes will ich jetzt nicht wechseln. Ich könnte aber auf Schuppi wechseln. Bei ihm könnte ich es mir vielleicht dann auch einen Trank sparen, weil er eh verbrannt ist. Ja, so bekommt Kaili wenigstens schöne Erfahrung nachher. Okay, zwei Hits tanken wir auf jeden Fall noch. Drachenroute. Wir müssen treffen, dann wird sie halt mehr Schaden machen. Oh, hat er so eine hohe Verteidigung oder was? Okay, einen Angriff machen wir noch. Das hat ihm ja praktisch nichts gemacht. Yes, er ist down! Wir haben ihn besiegt, den kleinen Scheißer da. Und Kaili kommt auf Level 8. Er holt auf. Oder sie holt auf. Sie holt auf. Ja, schön. Hätte es versucht, Doppelteam zu erlernen? Hm, nee, passt. Nee, brauchen wir nicht. You're nice. Schön, schön. Gut. Wir müssen wieder healen. Und zwar Pedes. Schuppi lasse ich jetzt erstmal, weil er eh verbrannt ist. Und nicht weit entfernt sollte ja da ein Mädchen sein, das uns heilt. So, okay, hier haben wir... Hier ist der Feuerheiler! Wuhu! Wir haben den Feuerheiler! Yes, schau, ich muss nicht zurück zum Poké-Center. Schön. Schön. Ja, dann gehen wir... Na, ich warte noch mit dem Tram. Na... Nee, wir machen das so. Warte, wie mache ich das? Ja. Ich heil Schuppi jetzt nicht. Ich nehme ihn als Lead und werde beim nächsten Kampf dann ihn gleich auswechseln. Hier haben wir eh schon den nächsten kleinen Knirps, der uns jetzt gleich zerstören wird oder so. Jobby. Der Jobby. Ein Knospi? Oh ja, da wechseln wir gleich zum Rodialga. Und dann wirst du gleich geröstet, du kleines Knospilein. Miau! Nein, ich finde, Rodialga ist so süß, wenn es dieses Miau macht. Oh Gott. Man will es gar nicht entwickeln, weil es so süß ist. Richtig süß. Der Ruf von dem... Okay, geht. Haha. Jo, jetzt hast du selbst eine Verbrennung, ha? Ich kann sowas auch. Schade, der Absorber, der sorgt jetzt wahrscheinlich gerade dafür, dass wir eben drei Angriffe brauchen anstatt zwei. Ja, sonst wäre es doch die Verbrennung wahrscheinlich. Ich mache einen Kratzer einfach. Ich glaube jetzt nicht, dass mir die 20
AP noch ausgehen. Aber na, man riskiert lieber nichts. Sehr schön. Wieder zwei Level-Ups. Schuppi versucht Grimasse. Was war Grimasse nochmal? Ich glaube, nicht so brauchbar. Ja. Vielleicht könnte das... Nee, nee. Lassen wir weg. Lassen wir weg. Cortini, perfekt. Ja, perfekt. Mein Rudialga freut sich. Sollte nicht. Ja, das tankt es locker. Eine Sindelbeere wäre da jetzt sehr gut, gerade mit 10 KP. Aber ich glaube eben, da oben war jetzt vor der Höhle, kommt eben eine Frau, die hielt. Und nach der Höhle war, glaube ich, auch jemand, der einen hielt. Deswegen hiel ich Rudialga jetzt nicht. Wir schauen jetzt mal. Ah, genau, da ist ja die Sanja und erzählt was von dem Kraftwerk oder whatever da hinten, wo der Dude seine Experimente macht. Ja, das überspringen wir schnell. Oder halt überspringen schnell. Ich klicke so schnell wie möglich durch. Oh, sie schenkt uns was? Ein Fluchtseil. Ja, okay, vielleicht, vielleicht brauchen wir es ja, aber... Ja. Oh. Mal sehen. Gut, geht schon weiter. Oh, hier hat was geglitzert. Ein Beleber. Ja, das ist jetzt nicht so brauchbar. Oh, die ganzen Klonkats hier. Und eine Trainerin. Mal kurz abchecken. Ah, Sanja hat mich voll geheilt. Ja, da hätte ich mir den Feuerheiler fast sparen können vorhin. Aber gut. Kann man im Vorhinein nicht wissen. Und ich merke mir auch nicht alles. Ist auch schon lang her, wo ich es durchgespielt habe. So, das müsste auch vom Typ Unlicht sein. Habe ich jetzt nichts Spezielles? Drachenroute würde halt auswechseln. Ja, ja, komm, machen wir mal eine Drachenroute. Sollte halt mehr Schaden machen wie die andere Drachenattacke. Es geht, nicht ganz die Hälfte. Ein Raffel. Ja, machen wir nochmal eine Drachenroute, passt schon. Okay, da macht das nicht viel Schaden. Dann nehmen wir jetzt ein Feuerodem. Und nachher nochmal ein Feuerodem, dann müsste das Ding weg sein. Jo. Sehr schön. Okay, ein Heuler ist für mich in Ordnung, wenn du mir nicht wieder viel KP stiehlst hier. Sehr schön. Oh, Rudialga hat schon Level 13 sogar. Krass, das Pokémon mit dem höchsten Level im Moment. So, soll ich jetzt irgendwie auswechseln oder so, weil ich ihm keinen Schaden mache? Die Frage ist, am liebsten würde ich halt zu Kaili auswechseln, dass die ein bisschen mehr Erfahrung bekommt. Ich hätte sie als Lead nehmen sollen. Aber ob sie von einem 13er, Level 13er Raffeln Hit Tank. Nee, das riskieren wir nicht. Wir wechseln auf Pedes. Da
das riskieren wir jetzt nicht. Das wäre jetzt wirklich zu schade, wenn wir dann das Kaili gerade verlieren. Na, ein Rutenschlag. Ich hätte es machen können. Nein! Ein Windstoß machen wir mal. Ah, ein Superschall wäre jetzt auch nicht schlecht gewesen. Superschall machen wir. Hat verfehlt. Okay, okay, okay. Der macht Verteidigung rund. Da machen wir nochmal einen Superschall. Menno! Wir könnten halt schon zu Kaili nachher auswechseln, wenn er verwirrt wäre. Und der macht eh wirklich oft seinen Rutenschlag. Ja. Hit dich selber. Das ist am besten so. Ja, dann gehen wir jetzt zu Kaili. Kaili. Okay, okay, das war jetzt ein 12er Move. Also das bedeutet, ein Volltreffer würde ich nicht überleben. Erstmal checken wir schnell, Kaili. Ist das ein Spezialangreifer? Ja, Spezialangriff hat er ein bisschen mehr. So. Eine 60er. Eine 90er. Ach du Scheiße. Müsste ich mal nachschauen, ob das... Was das für Attacken sind. Hat es die am Anfang schon oder sind das, ist das vielleicht sogar ein Zuchtmove? Weil 90er. Ja, wir nehmen Erdkräfte, Leute. Krasser Shit. Richtig nice. Oh, das hat's aber gut weggesteckt. Ich wechsle aus. Ist mir zu risky. Jetzt komm, nochmal ein Volltreffer, dann war's das. Für Kaili. Und ich möchte es nicht verlieren. Vor allem nicht, wenn es so coole, starke Attacken hat. Miau! Jo! Jo, mach du deinen Schlag. Schon in Ordnung. Wir machen eine Glut. Und bam! Zack! Tschüssi! Mit Üssi! Sehr schön! Gut, dann gibt es hier kein Item. Doch! Eine TM! Prügler! Ja, das könnten wir uns am besten, würde ich sagen, vor dem ersten Arena-Fight werde ich mal schauen, was wir denn überhaupt alles für TMs haben oder auch für Kampf-Items, was wir bekommen haben. Und dann schauen, ob wir da ein bisschen was ausrüsten oder ändern können. Aber eigentlich wäre eh, gut, die Alga ist eh super für die erste Arena. FM wäre auch super, weil Pflanze ja, glaube ich, nur ein Viertel Schaden macht. Und mit der Flugattacke sind wir halt auch wieder sehr effektiv. So, ein Botogel Level 14. Ich mach die. Na, es ist zwar mehr ein Angriff. Hat zwar mehr auf Angriff, aber eine Paralyse wäre halt schon schön. Und es trifft halt auch zu 100%. Oh, das war jetzt ein krasser Hit. 14. 14 KP hat. Yes, paralysiert! Ha. Dann bin ich auf jeden Fall schon mal schneller. Ja, einen Volltreffer überlebe ich nicht. Aber irgendwie kommt mir so vor, dass ich bei den meisten irgendwie einen Volltreffer nicht überleben würde. Nochmal Geschenk. Ja, verfehlt! Ha! Du Botogel musst erstmal lernen, wie man Geschenke richtig austeilt. Sonst wirst du nie zu einem richtigen Weihnachtsmann.
Yes, yes, yes! Es gibt ein Los für dich, Mr. Postmann, Polizist oder whatever. Schön, schön. Alle bekommen? Ja, fast alle, Rudi Alger. Oh, okay, okay, okay. Kylie lernt Genesung. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist ja krass. So, wir hatten mehr auf Schwätzangriff. Machen wir die Lehmschelle weg, die ist eh ganz schlecht. Ja, machen wir Lehmschelle weg. Oh mein Gott, Genesung. Na, das Ding wird mir sicher noch viel helfen. So, schauen wir mal. Ich heile jetzt noch nicht, weil ich glaube... Oh, okay, wartet. Oder doch, da ist noch ein Trainer. Oder ich wechsle nachher aus. Dann bekommen die eh auch Erfahrung. Das müsste jetzt eh der letzte Trainer sein. Dann können wir uns healen und stehen vor der Galarmine. Und bis dorthin würde ich sagen, machen wir die Folge noch. Na, diesen Trainer jetzt noch. Und dann können wir in der nächsten Folge schön dann die Galarmine durchforsten. So. Level 13er, das geht. Wir nehmen... Auch gut, Jalga. Ja. Ah, ich hätte Kylie. Wenn ich Kylie geheilt hätte, ich Idiot. Ja, aber konnte ich jetzt auch nicht wissen, dass der ein Feuer-Pokémon hat. Wäre halt sehr schön gewesen mit der Wasser- oder auch mit der Bodenattacke. Einen Schlecker riskieren. Dann Kratzer. Machen wir mal einen Schlecker. Schauen, was es an Schaden macht. Da macht er mir mehr Schaden. Schauen wir mal, was ein Kratzer macht. Ein bisschen mehr. Ja, dann gehen wir auf Kratzer. Boah, Rudialga ist ein Starter. Der sollte sich irgendwie bei Level 16, 17, 18 entwickeln. Weil die anderen entwickeln sich, glaube ich, erst recht spät. Einmal Miniras erst irgendwie mit Level 30 etwas. FM, glaube ich, auch oder noch später. Schalelos wüsste ich es jetzt gar nicht. Da muss ich nachschauen. Aber Rudialga könnte sich bald schon entwickeln. Vielleicht sogar schon in der nächsten Folge. Ja, ich wäre jetzt halt sehr effektiv mit Feuer, aber... Das ist mir zu risky. Und Pedis ist auch sehr effektiv mit seiner Flugattacke, wenn das Viech der Käfer ist. Oh oh. Okay, hat er noch gut weggesteckt. Ja, ich hätte doch einen Superschall machen sollen. Boah, ich mach... Oh, oh. Ich mach dem zu wenig Schaden. Ja, jetzt muss ein Superschall her. Scheiße, die konnten... Drückt voll rein die Konfusion. Sie ist ja wenigstens verwirrt. Ja, der Absorber, dass der nur ein 20er ist. Puh, okay, okay, wir müssen... Scheiße, warum habe ich nicht, warum habe ich Kylie vorhin nicht geheilt?
Nein, wir dürfen jetzt nicht schon wieder ein Pokémon verlieren. Es ist nicht mehr verwirrt. Oh mein Gott, ich glaube es nicht. Nein! Hör auf, bitte! Ach, scheiße, scheiße. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Ich kann nichts machen. Oh mein Gott. Das Einzige, was ich machen kann, ist hoffen, dass ich ihn paralysiere und er nicht drankommt. Scheiße, das darf jetzt nicht wahr sein. Die Alga wird sicher einen schönen Schaden machen, aber ob er noch einen Hit überlebt... Ja, ich muss nicht auswechseln, das... Fuck it! Es bringt mir halt nichts auszuwechseln. Ein Volltreffer war das auch noch. Boah, wenigstens paralysiert, komm schon. Ja! Du Drecksviech, du! Aber was mache ich jetzt? Ich wechsle auf Rudialga. Und hoffe, dass er nochmal Dingsen ist. Das soll mit seiner scheiß Konfusionsattacke aufhören. Was ist denn? Käfer Psycho. Mach ein Lichtschild. Ja, bitte. Besser, wie mich angreifen. Es ist jetzt alles besser, wie wenn er mich angreift. Ja, Glut, ja. Es... Komm schon. Rudialga, bitte, one-hitte ihn. Volltreffer, nein! Ja, er ist paralysiert. Ja, wir gewinnen das jetzt. Komm schon. Ja, bam, bam. Ja, wir haben es geschafft, Leute. Wir haben kein Pokémon verloren. Oh Gott. Der kleine Knirps. Oh mein Gott, wir haben es voll überlebt jetzt. Oh, ich hatte so panische Angst schon jetzt. Puh. Ich mach Brüller weg. Wow. Oh mein Gott. Mir fällt ein Stein vom Herzen. Boah, das... Wäre jetzt richtig bitter gewesen, wenn wir jetzt das nächste Pokémon schon wieder verloren hätten. Wow. Wow, du kleiner Scheißer, du. So, und hier ist jetzt die Frau, die uns hielt. Jo. Lassen wir uns healen? Jo. Sehr schön, Leute. Ich hoffe, es war für euch so spannend wie für mich. Mein Herz hat gepumpt jetzt. Ich dachte jetzt, ist ja, wir verlieren halt wieder eins. Da hatte ich jetzt wirklich nochmal schönes, schönes Glück, dass wir keins verloren haben. Ja gut, Leute. Das war's für die Folge. Geht jetzt eh schon wieder mega lang. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge wieder. Macht's gut und tschüss.